bin der Daniel Büami, ich bin 58 und ich bin seit der Geburt hier in Rheinfelden daheim. Ein wunderschöner Flecken Erde hier. Rheinfelden ist die älteste Stadt im Kanton Aargau und ist eine Zähringer Stadt. Beruflich bin ich seit über 30 Jahren bei der Stadt Rheinfelden tätig. Ich hatte dort verschiedene Funktionen schon inne gehabt, aber seit 10 Jahren bin ich Stabschef und bin Leiter Stadtmarketing. Ich durfte OKAS präsidieren, Donstigias oder SFB bei den Leuten live mit Nick Hartmann. Zwei ganz fordernde und tolle Aufgaben. Politisch bin ich seit manchen Jahren in der SAP von der Ortssektion Rheinfelden aktiv. Und seit 10 Jahren gehöre ich im Parlament vom Kanton Aargau als Grossrat an. Ich darf dort in der Kommission Allgemeine Verwaltung als Vollmitglied dabei sein und stellvertretend dort bei den Kommissionssitzungen von Bildung, Kultur und Sport. Ich bin bekannt als gemäßigter Politiker von der SVP. Das lässt ja das Parteiprogramm, das ich vorher erwähnt habe, auch zu. Und von mir werden Sie nie extreme Positionen hören. Ich werde auch keine ehrverletzenden Äußerungen gegenüber von Mitmenschen machen. Ich mache klare Politik, aber mit Anstand. Und ich bin auch einer, der gut zuhören kann und mich gegenüber ernst nimmt. In meiner Kandidatur will ich ein Zeichen setzen hier im Unteren Fricktal. Wir haben in den letzten 10 Jahren in der SVP hier sehr erfolgreich politisiert. Wir haben im Unteren Fricktal in verschiedenen Gemeinden können Gemeinderatssitz gewinnen. Vor allem auch hier am Hauptort in Rheinfelden, wo wir nach 12 Jahren Absenz wieder im Gemeinderat direkt vertreten sind. Und jetzt wollen wir das Zeichen setzen und ich gebe alles, meine ganze Kraft, dass wir ein sehr gutes Resultat erzielen. Was denn das ist, werden wir sehen am 18. Oktober. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass es gut rauskommt. Und noch etwas, was mich ganz wesentlich unterscheidet gegenüber von etlichen von meinen SVP-Kolleginnen und Kollegen, das ist der Bereich Kultur und Sport. Den halte ich sehr hoch, weil Kultur, das ist Musik, das ist Leben. Ohne Musik kann ich fast nicht sein jeden Tag. Und wenn ich sage Musik, ist das von AC/DC, von Pop bis klassische Musik. Und Sport habe ich gern. Ich bin Fußballschiedsrichter während 30 Jahre lang. Aber es ist nicht nur Fußball, es ist Sport allgemein. Und ich bin Sportkoordinator von der Stadt Rheinfelden seit 3 Jahren. Das heisst, ich hole Institutionen an den runden Tisch, holen, dass wir hier zu Rheinfelden und in der Region zusammen die Leute mehr zur Bewegung bringen. Das ist ja heute auch ein sehr grosses und wichtiges Ziel. Wenn Sie hinter mir schauen, sehen Sie den Rhein. Wunderschön. Und hinten dran, auf der anderen Seite des Rhein, ist Rheinfelden Baden. Eine Industriestadt, die wesentlich grösser ist als wir hier zu Rheinfelden. Eine junge Stadt. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit ihnen. Aber es ist halt Rheinfelden Baden. Und hier, das ist die Europäische Union. Und trotzdem, es kann nicht sein, dass wir einfach hier Gewehr Beifuß machen, wenn es um die EU geht, sondern ich sage hier in diesem trinationalen Raum, wo nicht nur die beiden Rheinfelder, sondern eben auch Kantone Basel-Land, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn mitschaffen, ist es ganz wichtig, die sehr ausgezeichneten, hochqualifizierten Arbeitsplätze hier können erhalten und fördern. Es geht um den ganzen Bereich Pharma. Und wir müssen in diesen Gremien auch vertreten sein. Und nicht zuletzt wegen dem, dass man sagen kann, hallo, aber jetzt ist es nicht Zusammenarbeit, jetzt ist schon bald der schleichende EU-Beitritt. Und das ist eben auch wichtig, dass wir dort können zum richtigen Moment die richtigen Zeichen setzen. Aber meine Damen und Herren, ganz klar, Sie werden von mir nie ein Votum hören für einen EU-Beitritt. Wird es bei mir nie geben. Das kommt dann nicht in Frage. Zusammenarbeit ja, aber kein EU-Beitritt. Ja, und aus meinen Worten haben Sie gehört, ich bin voll dabei. Ich gebe alles bis zum 18. Oktober. Es freut mich riesig, wenn ich von Ihnen Ihre Stimme bekomme, wenn Sie es ganz gut meinen, vielleicht sogar zwei. Und Sie merken aus meinen Worten, ich bin absolut atemlos von A bis Z dabei. Danke vielmals.